Und ich darf den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser zu mir bitten. Danke fürs Kommen, Herr Landeshauptmann. Soeben die konstituierende Regierungssitzung beendet. Herzliche Gratulation zur Wiederwahl und danke, dass Sie so schnell zu uns gekommen sind. Eine klare Sache, eigentlich alles, was koalitionsarithmetisch möglich war, ist drüber gegangen. Sind Sie jetzt erleichtert? Ich habe Vertrauen in unseren Partner, der Partner in uns und das Ergebnis entspricht diesem Vertrauen. 24 Stimmen sind es geworden. Es hat ja einige Turbulenzen gegeben vor dieser konstituierenden Landtagssitzung. Hat sich das Ganze jetzt wieder ein bisschen beruhigt? Ja, es hat sich beruhigt. Es war wie ein reinigendes Gewitter. Ich möchte solche Zwischenintermezzi in Zukunft missen, sage ich ganz offen. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir in einer krisenhaften Situation zueinander gefunden haben. Damit sehe ich der Zukunft und der gemeinsamen Arbeit positiv entgegen. Sie haben jetzt ein neues Gegenüber. Bisher war es Christian Benger, jetzt ist es Martin Gruber. Wie gut kennen Sie sich? Wie war der erste Kontakt? Wie ist quasi die Chemie zwischen Ihnen? Martin Gruber ist schon seit einer geraumer Zeit Bürgermeister von Kappel im Krapfeld gewesen. Da sind wir uns immer wieder begegnet. Ich weiß auch, dass er ein sehr engagierter Jugendfunktionär war. Und auch das ist etwas, was ich in meiner eigenen Geschichte ebenso war. Ich denke, wir werden auch mit Vernunft auf das Land blickend eine gute Zusammenarbeit eingehen. Es hat ja viele Diskussionen bezüglich dieses Einstimmigkeitsprinzips gegeben. Sie haben gesagt, Sie werden jetzt sehr verantwortungsvoll mit der neuen Situation umgehen, nicht über die ÖVP drüberfahren als der große Koalitionspartner. Wo sind da dann die roten Linien? Also ich denke, wenn wir es gemeinsam so schaffen, wie es begonnen hat, jetzt in dieser Periode, dann werden wir das möglicherweise gar nicht brauchen. Aber es ist gut, ein Mittel zu haben, bei dem wir wissen, dass in diesem Land kein Stillstand herrschen wird. Bemerkenswert ist, dass es in Kärnten entgegen, das haben wir auch soeben mit unserer Politologin Katrin Steiner-Hämmerle besprochen, entgegen der Bundesströmung jetzt eine rot-schwarze Koalition, also quasi eine alte große Koalition gibt, die es ja in Kärnten nicht ist, klarerweise als erststärkste und drittstärkste Partei. Aber es ist gegen den Bundesstrom, sowohl auf Bundesebene als auch bei anderen Bundesländern. Das hat für Sie überhaupt keine Bedeutung gehabt bei der Partnersuche. Ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, wir entscheiden in Kärnten, was für das Land am besten ist. Wir haben ja sehr intensive Sondierungsgespräche mit 6-7-stündiger Dauer mit allen Parteien geführt. Und es war dann auch entsprechend dieser Sondierungsgespräche, der gesamtpolitischen Situation, aber auch der eigenen Geschichte, die wir in Kärnten hatten, die Entscheidung mit der Volkspartei zusammenzugehen. Mit dem Intermezzo abgesehen, war es eine sehr, sehr konzentrierte Arbeit auch bei der entsprechenden Erstellung des Regierungsprogrammes. Ja, und jetzt werden wir das alles Schritt für Schritt abarbeiten. Mich interessieren andere Koalitionen nur politisch, aber die Entscheidung, in welche Koalition wir gehen, die treffen wir in Kärnten und das soll auch in Zukunft so bleiben. Es ist jetzt eine Zweierkoalition, bisher ist es eine Dreierkoalition, noch mit der ÖVP und den Grünen gewesen. Wird es leichter, schwerer oder ist es egal aus Ihrer Sicht? Ich denke, dass man, wenn man etwas Gemeinsames erreichen will, immer sich bemühen muss, gemeinsame Kompromisse zu erstellen. Ich möchte diese Gelegenheit aber auch nutzen, Herr Bicher, mich bei den Grünen dafür zu bedanken, dass sie für das Land Kärnten auch in ihrer Tätigkeit in der Dreierkoalition sehr, sehr viel Wertvolles beigetragen haben. Es hat auch geheißen, Sie werden den bisherigen Landesrat Olf Holub konsultieren, vor allem in Umweltfragen. Wird er da mit eingebunden werden? Ich glaube, dass man gut daran tut, dass man auf Erfahrungen, die gemacht worden sind, auf Fachwissen zurückgreift. Und ich glaube, Rolf Holub hat ein solches. Ich werde ihn bitten, in gewissen Fragen uns auch zu unterstützen. Wir haben ja auch mit der Einladung an alle nicht im Kärntner Landtag vertretenen Parteien zweimal jährlich in sogenannten Sessionen zusammenzukommen, auch die Möglichkeit, dass Überlegungen dieser Parteien, beispielsweise der Grünen, eingebracht werden können, in den Petitionsausschuss des Landtages kommen und dort fachlich bearbeitet werden. Also etwas, was es nirgendwo sonst in dieser Form gibt. Wird Martin Gruber, Ihr Koalitionsgegenüber, jetzt der verlängerte Arm der Kärnten-Koalition Richtung Bundesregierung werden oder werden Sie da auch versuchen mitzumischen, aber er als Parteikollege wird vielleicht näher dran sein? Also ich gehe davon aus, dass eine Regierungspartei im Besonderen ihre jeweilige Landesansprechperson suchen wird und wir werden das für das Wohl Kärnten gemeinsam nutzen. Was sind die ersten Schritte? Das Regierungsprogramm wurde ja gestern vorgestellt. Primär ist einmal zu sagen, dass ja die Hypoheterlösung das wichtigste Projekt in der vergangenen Legislaturperiode gewesen ist, das man lösen musste. Kärnten hat aber trotzdem einen hohen Schuldenberg, der abzubauen ist. Was sind jetzt die Eckpfeiler, zumindest einmal die ersten in den ersten Monaten und in den ersten Jahren? Na, wir haben die Schulden
Übertragung bereits in den mittleren Finanzrahmen mit eingepreist. Wir werden jetzt so rasch als möglich schauen, dass wir zuallererst ein Budget für das laufende Jahr 2018 erstellen. Wir denken daran und haben das vereinbart mit der Volkspartei, dass wir ein Beamtenbudget erstellen werden, das uns von der Monatszwölftelregelung wegbringt und dass wir dann in etwas früheren Nachtragsvoranschlägen die ersten Schwerpunkte dieser neuen Regierungskoalition, die im Regierungsprogramm ausgewiesen sind, auch finanziell budgetär umsetzen. Sie wissen, Budgets sind in Zahlen gegossene Politik. Daher werden Sie aus meiner Rede, die ich heute im Landtag als Regierungserklärung abgeben können, auch die verschiedenen Schwerpunkte sehen. Wir gehen nicht singulär vor. Für mich ist wichtig, dass wir in allen Bereichen die notwendigen Schritte einleiten und damit ein Schritt in den anderen greift. Das war auch im Wesentlichen unsere Philosophie in der Dreierkoalition. Und das Ergebnis war eines, das Kärnten wieder nach vorne gebracht hat. Wir haben jetzt eine klare Trennung zwischen Regierung und Opposition nach der Verfassungsänderung. Inwieweit wird denn die Opposition mit in die Landesarbeit eingebunden sein? Die Opposition hat die stärksten Rechte, die eine Opposition überhaupt in Österreich in einem Landtag hat. Und ich halte das gut, auch als Korrektiv für die Regierung. Und ich denke, dass wir in all den Bereichen, wie wir bisher gearbeitet haben, uns hier auch nicht verändern werden. Ich werde, wo immer es die Gelegenheit gibt, für Kärnten wichtige Dinge gehen, auch die Kontakte mit den Oppositionsparteivorsitzenden suchen. Ich möchte jetzt noch auf einen Bereich kurz eingehen, der jetzt neu in der Referatsaufteilung bei Ihnen gelandet ist, nämlich Kunst und Kultur. Das war lange nicht in SPÖ-Hand. Da hat es viel Kritik in den letzten Jahren gegeben, auch was die Förderverteilung anlangt. Wie wollen Sie diesen Bereich anlegen? Also für mich bedeutet das, dass ich eine Neigung jetzt zu einer politischen Pflicht mache. Ich bin eigentlich sehr kulturinteressiert, was aber noch keine Garantie dafür ist, dass jetzt im Kulturbereich sich alles total verändern wird. Ich werde mit den Kulturschaffenden, mit den eingerichteten Beiräten Kontakt aufnehmen. Wir werden versuchen, auf die wichtigsten Anliegen einzugehen. Aber ich sage auch gleichzeitig, vieles ist nicht mit Geld machbar. Wir werden, glaube ich, auch das Verständnis, die Anerkennung und die wichtige Wegmarkierungen, die Kultur, Kunst immer einer Gesellschaft gibt, entsprechend berücksichtigen. Das heißt, der generelle Sparkurs in Kärnten bleibt aufrecht? Wir gehen sorgfältig mit den Steuergeldern der Kärntnerinnen und Kärntner um. Das war so und das wird auch weiterhin so bleiben. Mit Ihrem Erfolg bei der Landtagswahl sind Sie sozusagen zu einer ganz großen Landesorganisation innerhalb der SPÖ geworden. Werden Sie sich jetzt als der große Wahlsieger vom März auch mehr in die Bundespartei einbringen? Ich habe mich immer eingebracht, ich habe meine Position als stellvertretender Bundesparteivorsitzender immer dann auch dargebracht, wenn es notwendig war, Schlagwort Wertekompass, Kriterienkatalog, und ich stehe meiner Partei auch bundesweit zur Verfügung für die Aufgaben, die da sind. Hauptarbeitspunkt ist und bleibt auch weiterhin Kärnten. Was heißt das ganz genau, wo wir uns sich da einbringen wollen? Na, in die Parteiprogrammdiskussion beispielsweise, wie Sie wissen, hat die Bundes-SPÖ im Herbst einen Bundesparteitag, wo auch ein neues Parteiprogramm gemacht wird. Wir haben im nächsten Monat zwei Veranstaltungen zu diesem Parteiprogramm bereits in Kärnten größerer Natur, wo ich Überlegungen, Erfahrungen der Kärntner SPÖ in einzelne Bereiche mit einbringe, insbesondere in Bereiche, wo wir fast Alleinstellungsmerkmale haben, Volksgruppenpolitik, nachbarschaftliche Beziehungen und Ähnliches. Sie bleiben aber in Kärnten als Landeshauptmann bis 2023 zur nächsten Wahl? War, bin und bleibe hier. Und werden auch noch einmal antreten? Das werden wir in 5 Jahren entscheiden. Herr Landeshauptmann, vielen Dank für dieses Interview und alles Gute für die nächsten 5 Jahre für das Land Kärnten. Danke vielmals. Danke auch Ihnen und danke den ORF, dass er diese Übertragung ermöglicht. Damit wird Politik direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern transportiert. Herzlichen Dank. Danke, Herr Landeshauptmann. Danke vielmals. Ja, verehrte Damen und Herren, soweit also unser Interview mit dem wiedergewählten Landeshauptmann von Kärnten, Peter Kaiser. Wir haben auch ein Porträt von ihm bereits gesendet.